Hallihallo und damit ganz herzlich willkommen zurück hier bei Ungespielte Welten und dem Spiel Martha is Dead. Ja, in der letzten Folge sind wir hier blutverschmiert aufgewacht und keine Ahnung wieso. Und wir haben am See die alten Filmrollen geholt, in der Hoffnung, dass wir da vielleicht nochmal ein paar mehr Informationen finden können, die uns Aufklärung verschaffen im Todesfall von unserer Zwillingsschwester Martha. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir erinnern uns, wir wollten uns ja eigentlich Klamotten rausholen, aber das funktionierte nicht, weil wir ja blutverschmiert sind. Wir sind ziemlich schmutzig und müssen uns... Auf was für Ideen komme ich nur? Ich würde meine Kleider mit Blut beflecken. Daher erstmal waschen. Und das machen wir jetzt auch. Wir gehen ins Bad und gucken mal, ob wir uns da irgendwie waschen können. Hier haben wir unsere Tasche, aber die können wir wahrscheinlich auch noch nicht mitnehmen. Oh doch, das funktioniert tatsächlich. So, und hier können wir uns erstmal sauber machen. Oh, eine Toilette haben wir ja auch. Das ist schon besser. Aber ich kann mir das ganze Blut immer noch nicht erklären. Das ist mir noch nie passiert. Ich kann dem Arzt sowas doch nicht erzählen. Sonst muss ich im Bett bleiben und mich ausruhen. Ja, woher kommt das ganze Blut? Das ist die Frage. So, wir waren auf Toilette, aber wir, ja, waren jetzt noch nicht baden. Na gut, egal. Wir gucken mal, was wir jetzt zu tun haben. Ziele. Auf den Tag vorbereiten. Zieh dich an, genau. Wir ziehen uns jetzt erstmal an. Wir können ja heute mal Julias Klamotten benutzen. Also, eigentlich ja unsere. Was haben wir denn hier so Schönes? Vielleicht... Na, nehmen wir heute mal das. Ja, sieht doch gar nicht schlecht aus. Das wäre ziemlich unhöflich, aber ich könnte das Telefon abnehmen und ihr Gespräch belauschen. Das Telefon. Wie geht es dir heute, Irene? Ich mache mir Sorgen, Vater. Sehr viele Sorgen. Wir haben noch mehr Partisanenspuren im Wald direkt neben dem Haus entdeckt. Dieser Lapo. Er steckt bestimmt hinter... Nein, Irene. Sag das bitte nicht. Das ist unmöglich. Ich kenne den Jungen und ich denke nicht, dass... Vater, in diesen dunklen Zeiten ist alles möglich. Alles. Der Junge ist nicht einmal gekommen, um sich von Julia zu verabschieden. Haben Sie sich nicht innig geliebt? Er muss furchtbare Angst haben. Und Julia hat immer gesagt, dass... Natürlich. Sie hat immer gesagt, dass sie nur Freunde sind. Aber das weißt du, oder? Freunde sollten solche Dinge nicht tun, Vater. Oder doch? Egal. Du verteidigst sie beide. Du, mein Mann und sogar die Nanny, die eigentlich ein herzensguter Mensch ist. Die Nanny? Ich glaube, dass die Nanny diejenige ist, die Julia verletzt hat. Mit ihrer Leidenschaft für diese bösen Karten. Verfluchte Dinger! Ich hoffe, du hast sie verschwinden lassen. Natürlich. Ich bewahre sie sicher in meinem Zimmer auf. Wie auch immer. Verzeih mir, Vater, ich muss gehen. Sie sind gekommen, um mich abzuholen. Hab einen schönen Tag. Du auch, Irene. Lapo hat etwas mit Marthas Tod zu tun? Mama verliert schon wieder den Verstand. Wie kann man sich so einen Unsinn überhaupt vorstellen? Und Don Attilio? Er ist ein toller Freund, aber was für seltsame Ansichten er hat. Diese Karten sind nur ein Spiel. Aber das Wichtigste ist, dass es meine sind. Warum in aller Welt haben sie sie mir weggenommen? Was für Karten. Also, Tarotkarten.
Mama hat meine Tarotkarten mitgenommen. Nanny und ich haben immer mit ihnen gespielt, als ich klein war. Finde die Tarotkarten. Zusätzliche Informationen. Sie müssen irgendwo versteckt sein, aber keine Ahnung wo. Ich könnte damit anfangen, im Zimmer meiner Eltern zu suchen. Na gut, also. Nach den dramatischen Nachrichten vom Land wird Erzbischof Toccarelli mit den Franzosen in der Stadt gegen die Vergewaltigungen durch die einmarschierenden Truppen protestieren. Neue Verordnung für die Sicherheit der Bürger. Von diesem Moment an ist es jedem untersagt, sein Haus zu verlassen und durch die Straßen der Stadt San Casciano zu spazieren. Alle Fenster, auch in Kellern, Hauseingängen und Durchgängen, müssen Tag und Nacht geschlossen bleiben. Der Bevölkerung wird geraten, in ihren Kellern oder, wenn diese nicht vorhanden sind, in Kirchen und anderen großen Gebäuden zu verweilen. Die Patrouillen der deutschen Armee haben den Befehl, auf Menschen zu schießen, die sich auf der Straße befinden oder die beim Blicken aus dem Fenster erwischt werden. Der Verständlichkeit halber wird diese Mitteilung wiederholt. Neue Verordnung für die Sicherheit der Bürger. Von diesem Moment an ist es jedem untersagt, sein Haus zu verlassen und durch die Straßen der Stadt San Casciano zu spazieren. Alle Fenster, auch in Kellern, Hauseingängen und Durchgängen, müssen Tag und Nacht geschlossen bleiben. Der Bevölkerung... Das ist ja schrecklich. ...in Kellern oder, wenn diese nicht vorhanden sind, in Kirchen und anderen großen Gebäuden zu verweilen. Die Patrouillen der deutschen Armee haben den Befehl, auf Menschen zu schießen, die sich auf der Straße befinden oder die beim Blicken aus dem Fenster erwischt werden. Neue Regeln zur Ausgangssperre und zum Verhalten von Frauen. Deutsches Kommando von San Vincenzo a Torri. Telefonnummer 1185. Zum Verhalten von Frauen. Was haben wir hier noch? 25 ISO-Film. Wenn die Sonne hoch am Himmel steht, ist der perfekt. Cool. Also wieder, unsere Kamera aufgerüstet quasi. Und hier noch die Karte, aber die kennen wir ja schon. Was haben wir hier noch? Pässe oder so. Kommen wir da ran, ja. Das Radio muss dieser Tage immer eingeschaltet sein. Es kann dein Leben retten, Dinge rechtzeitig zu wissen, vor allem bevor sie passieren. Ja, allerdings. So, wir gehen mal hoch ins Zimmer von Mama und Papa. Boah, sieht krass aus. Die schlafen hier erstmal mitten im Gewehr. Neben dem Bett. Es gibt immer mehr Waffen. Und alle haben Angst nach dem, was passiert ist. Ja. Kann ich mir vorstellen. La Romola, 15. Juli 1944. Liebe Frau Irene, ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass hier in der Villa alles in Ordnung ist. Vielen Dank, dass Sie so rücksichtsvoll und fürsorglich sind. Ich entschuldige mich für die Einfachheit der Unterkunft, in der Sie gezwungen sind, zu leben. Außerdem habe ich das Zimmer, in dem sich die Kleine aufgehalten hat, wie gewünscht, abgeschlossen. Ich habe Ihnen den Schlüssel hinterlassen. Es ist der mit dem rosa Schlüsselring. Geben Sie auf sich Acht, mit den besten Grüßen, Nanny. Warum um alles in der Welt hat Mama die Tür abgeschlossen? Das war mein Zimmer. Was will sie verstecken? Mein fröhliches Zimmer. Also Nanny hat unser Zimmer abgeschlossen, weil Mama es so wollte. Ja, was ist da drin in dem Zimmer? Warum? Wieder Pervitin. Ich habe das Gefühl, dass diese Pillen nichts anderes tun, als sie aufzuregen. Und dann tut ja diese Nanny so, als hätte sie uns hier irgend so eine Bruchbude hinterlassen. Aber das ist doch ein wahnsinniges Gebäude. Es ist doch geil hier. So, hier gibt's noch mehr. Liebe Mama, es fällt mir schwer, aber ich muss dir etwas sagen. Ich habe herausgefunden, dass Julia schwanger ist. Geh morgen früh um 7 an den See und beobachte sie beim Baden. Du wirst sehen, dass ihr Bauch wächst. Martha, was? Ich bin nicht schwanger. Warum wird alles noch verwirrender? Ich bin auf der Suche nach einer Erklärung, aber stattdessen ergeben sich nur mehr Fragen. Das ist ja merkwürdig.
eine seltsame Notiz. Wir sind schwanger? Die Tarotkarten. Hier sind meine Karten. Nanny und ich haben immer mit ihnen gespielt. Sie sagte meine Zukunft voraus und ich tat so, als würde ich ihre voraussagen. Die Zukunft war immer für alle gut. Vielleicht sah sie, als sie diese las, meine wahre Zukunft, die sie vor mir verbarg. Oder, was wahrscheinlicher ist, diese Karten sind eigentlich nur ein dummes Spiel, mit denen man sich selbst beruhigt und täuscht. Aber sich selbst zu täuschen ist manchmal notwendig. Wie könnten wir sonst glücklich leben? Tja, da könnte was dran sein, gespeichert. So, wir gucken uns nochmal unsere Aufgaben an. Ziele. Eine seltsame Notiz. Ich habe diesen Zettel unter Mamas Sachen gefunden. Es ist Marthas Handschrift, aber es ergibt keinen Sinn. Die Nachricht lautet, liebe Mutter, es ist schwer, aber ich muss dir etwas sagen. Genau, dass Juliet schwanger ist. Merkwürdig. Mein fröhliches Zimmer. Warum haben sie mein Kinderzimmer abgeschlossen? Finde die Schlüssel. Nanny schreibt in dem Brief nicht, wo sie die Schlüssel gelassen hat. An ihnen war ein rosa Schlüsselanhänger befestigt. Tja, wir finden den Schlüssel bestimmt noch. Und Martha liest immer die Zeitung, liest die Zeitung vom 19. Juli. Sie könnte auf dem Tisch liegen. Gut, dann lesen wir erstmal die Zeitung. Seht ihr oben rechts auch immer dieses weiße Flackern? Das meinte ich halt. Also das Spiel ist teilweise ein bisschen verbuggt, aber egal. Ey, ich würde ja so gerne wissen, was hier drin ist. Als ich als Kind ein paar Jahre bei Nanny verbracht habe, war das mein Zimmer. Genau. Sag mal, waren die Wände die ganze Zeit schon so komisch? Die sehen irgendwie so angeschlagen aus. Na gut, wir lesen mal die Zeitung. Vielleicht gibt es neue Informationen. Der Oberbefehlshaber der Reichswehr verkündet: Erstens, wer im Besitz von Waffen oder Sprengstoff ist, der dem deutschen Hauptquartier nicht gemeldet wurde, wird erschossen. Zweitens, wer Kriminelle beherbergt und oder sie schützt und sie mit Kleidung und oder Waffen versorgt, wird erschossen. Drittens, wer von der Existenz von Rebellengruppen oder sogar einzelnen Rebellen weiß, ohne diese zu melden, wird erschossen. Oh Mann, was war das für eine schlimme Zeit? Was haben wir hier? Italienische Arbeiter in Deutschland. Für Arbeitnehmer, die freiwillig in Deutschland arbeiten, gelten folgende Regeln. Erstens, die Verpflichtung läuft maximal ein Jahr bis zur Rückkehr nach Italien. Das hatten wir gerade. Gefechte in der Normandie. Siegreicher deutscher Gegenangriff auf der Straße von Périer nach Carentan. Pont-Hébert nördlich von Saint-Lô zurückerobert. Viele US-Verluste durch die Aktion Fliegende Bombe. Also ich finde es ja cool, dass die immer so eine so Zeitungsausschnitte mit Informationen hierher packen. So kann man immer den Verlauf parallel, also des Krieges, mitverfolgen. Finde ich ganz cool. Der Krieg wütet an der Ostfront. Ein Angriff der Sowjets nach stundenlanger Kanonade. Der Kampf an dieser Front ist schon lange im Gange. Gut, wir sind wieder auf dem Laufenden. Und jetzt müssen wir ja wahrscheinlich... Ach hier, die Tarotkarten. Okay, wir gucken uns gleich mal die Tarotkarten an. Aber... das mit den Schlüsseln, das interessiert mich ja jetzt ganz doll. So, wir können die Tarotkarten benutzen. Zufallsentscheidung.
Weissagung. Wir nehmen einfach mal die. Die Liebenden. Und wir können noch eine nehmen. Der Magier. Und noch eine. Wir nehmen die. Die Welt. Das Ende einer Beziehung. Es ist ganz klar. Aber meine Pläne werden erfolgreich sein. Ich muss nur wissen, was diese Pläne sind. Nur eine Weissagung pro Tag. Gespeichert. So. Also wir gucken noch mal kurz. Seltsame Notiz. Das haben wir, gelesen. So, finde die Schlüssel und... Ah, entwickle die Filmrollen. Genau, das müssen wir auch noch machen. Ganz, ganz wichtig. Denn wir wollen ja gucken, was auf den Filmrollen drauf ist. Vielleicht entdecken wir da neue Informationen. Dazu gehen wir wieder runter. Was könnte auf den Filmrollen zu sehen sein? Wir werden sie jetzt schnell entwickeln. Der Kassettenrekorder. Rotfilter für extrem kontrastreiche Fotos. Mit diesem Objektiv wird alles größer. Dieses Objektiv vergrößert den erfassten Bereich. Es ermöglicht mir, mehr auf das Bild zu bekommen. Und da haben wir unsere Kamera schon wieder erweitert. So, und was sollen wir jetzt mit diesem Plattenspieler machen? Ich muss vorsichtig und leise sein, während ich zuhöre. Ich muss unbemerkt bleiben. Ich bin ja schließlich eigentlich taub. Ja. Bist du soweit, Julia? Klar, Papa. Ich bin bereit. Die Aufnahme läuft schon. Oh nein, meine Stimme wird furchtbar klingen. Ach was, stell dich nicht so an. Wolltest du nicht sowieso Gesang studieren? Nein, nein, nein. Ich war jung und dumm, als ich das gesagt habe. Okay, bereit? Los. Oh, schön. Das ist die Probe für das Konzert von letzter Woche. Ich habe mir die Aufnahme nie angehört. Aber ich habe recht gehabt. Meine Stimme ist furchtbar. Das kann man nicht als Gesang bezeichnen. Jedenfalls wird es an der Zeit, dass ich diese Filmrollen entwickle. Ich kann nicht länger warten. Ich wünschte, ich könnte einfach die Zeit anhalten. Wie schön. Kommt das Lied irgendwie bekannt vor? Wahnsinnig schön. Die Stimmung ist toll. Wahnsinnig tolle Atmosphäre. Diese Bilder könnten alles verändern. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ich Martha verletzt haben könnte. Ich würde lieber sterben. Mein blöder Kopf und diese blöden Gedächtnislücken. Es ist so nervig, sich nicht erinnern zu können. Als würde man sich in sich selbst verlieren. Wähle das Foto, das du entwickeln möchtest. Boah, da sind so viele Fotos. Was ist denn das? Hier rennt jemand. Wir entwickeln mal dieses Foto.
Merkwürdig. Mal gucken, was passiert. Dieses Foto entwickeln. So, die Größe anpassen. Fokussieren. Scharf und Kartenposition ist okay. Und wir belichten. Und wir müssen wieder den richtigen Zeitpunkt abwarten. Man erkennt schon das Bild. Ich habe dann Martha ans Ufer getragen. Ich habe versucht, ihr das Leben zu retten. Meine Erinnerungen sind zwar verschwommen, stimmen aber mit der Realität überein. Da geht es mir gleich ein bisschen besser. Jetzt kann ich herausfinden, wer Martha wirklich getötet hat. Vielleicht sollte ich mich mit der weißen Frau treffen? Vielleicht kann sie mir etwas dazu verraten. Oder ist das nur Schwachsinn? Ja, mit Sicherheit. Aber was ist hier schon normal? Vielleicht muss man ein bisschen verrückt sein, um etwas zu erreichen. Na Gott sei Dank, wir waren es jedenfalls nicht. In das Album legen. Wir müssen uns mit der weißen Frau treffen. Wir könnten aber noch ein Foto entwickeln. Wir machen das auch einmal. Da war noch ein interessantes Foto. Wir können es ja mal überspringen. Und zwar das hier. Das würde mich auch noch interessieren. Dieses Foto entwickeln. So. Wieder Größe einstellen. Okay. Und fokussieren. Wir überspringen. Wir rennen über den Steg. Ja, ich habe mich ausgezogen und war dann kurz vor dem Eintauchen. Daran erinnere ich mich. Genau, das haben wir ja erlebt. In das Album legen. Sollen wir jetzt die anderen Fotos auch noch angucken? Die weiße Dame, gehe zum See. Na gut, wir gehen zum See und dann mal sehen, ob wir die weiße Dame antreffen. Die weiße Frau. Aber ist ja alles nur Hirngespinst. Die ist doch nicht echt. Aber wer weiß. Vielleicht ja doch. So, wir müssen raus. Ah, ne, hier kommen wir nicht raus. Wir müssen vorne raus. So, und jetzt kommen wir ja auch am Tage durch den Wald. Dann können wir auch nochmal diesen Helm fotografieren, den wir da gefunden haben. Boah, das sieht so geil aus hier. Einfach nur wow. Wunderschön. Dies ist das Zentrum unserer Farm. Aber seit wir hergezogen sind, wird sie nicht mehr so bewirtschaftet wie früher. Sicherheit ist essentiell, sagt Papa. Wir kommen jetzt hier rein. Ach, hier sind wir jetzt. Das ist ja cool. Dann können wir jetzt quasi immer schön vom Haus aus hier runter und dann hier raus. Hier liegt noch was. Ein Stativ. Für Fotos mit einer langen Belichtungszeit ist ein Stativ erforderlich. Absolut. Deswegen nehmen wir dich mal schön mit. Ey, unsere Kamera... Ich habe jetzt, was ich brauche, um Infrarotfotos zu machen.
Unsere Kamera wird ja immer besser. So, na gut, wir gehen zum See, mal gucken, ob wir da was erfahren. Da vorne ist eine Kuh. Das ist immer so geil an Spielen einfach. Man will eigentlich sein Ziel verfolgen und wird ständig abgelenkt einfach von allen Sachen. Jetzt hier ist zum Beispiel die Kühe. Als ich klein war, hatte ich Angst vor Tieren. Ich habe mich ihnen nie allein genähert. Voll süß. Euch geht's wohl gut hier, hä? Huh? Die Kühe. Das müssen Cinzia und ihr kleines Kalb sein. Cinzia und ihr kleines Kalb. Und da vorne wahrscheinlich der Papa, hä? Huh? Ach Gott, die sind ja auch süß. Na, ihr Klein? Es hat immer Spaß gemacht, beim Melken der Ziegen zuzusehen. Ich war immer so aufgeregt und machte Nanny damit verrückt. Ist ja süß, ist ein cooles Detail. Schön hier. Alter Generator. Gut, wir gehen jetzt durch den Wald zum See. Macht's gut, Freunde. Ja, also am Tage wirkt der Wald natürlich gleich nochmal viel idyllischer. Im Dunkeln sind wir hier lang gelaufen. Wir können da jetzt mal hier lang gehen. Vielleicht kommen wir hier auch zum See. Hier geht's überall rein. Kann man hier eigentlich jetzt einfach so durch? Tatsache. Oh, wie die Sonnenstrahlen hier durchkommen. Mal gucken, wo der Helm war. Der muss ja hier irgendwo jetzt liegen. Dann können wir da gleich mal das Foto mitnehmen. Jetzt können wir wahrscheinlich immer. Was ist das? Das war früher nicht da. Ja, können wir wahrscheinlich immer noch nicht rein. Ja, da vorne ist die Brücke. So, wir sind also richtig. Los, schnappen wir uns diese. Ach du Scheiße. Wir müssen vorsichtig sein. Los! Wer ist das? Hey, hey, hey! Los geht's! Was ist hier los? Was machen die Soldaten da? Es ist gefährlich, ich weiß, aber ich will ihnen folgen und sehen, was passiert. Was? Die Schießerei im Wald. Ich will mir aber keine Kugel einfangen jetzt hier. Wir müssen vorsichtig sein. Die Flugzeuge fliegen oben am Himmel. Wie episch ist das gemacht mit der Musik?
Oh Gott, bitte nicht. Lapo. Lapo. Mein lieber Freund. Was haben sie dir angetan? Dein Taschentuch war das Symbol für deinen Glauben. Lass mich wenigstens das von dir haben. Und ein Zettel. Liebe Julia, bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg und ich kann mich damit einfach... Was? Was? Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Nein. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße, lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Ich dachte mir, ich sterbe. Aber seltsamerweise hatte ich keine Angst. Tatsächlich war ich sogar fast erleichtert. Als ich zurückgekehrt war, befand ich mich wieder inmitten eines Albtraums, dessen Bedeutung mir zu der Zeit nicht klar war. Martha? Komm? Okay, war falsch. Martha? Ich gebe dir deine Erscheinung. Jetzt sehe ich mit meinen Augen. Zwei Schwestern waren dazu bestimmt zu sterben. Julia, die eine Schwester, und bald darauf Martha, die zweite. Als ich Julia zu mir holen wollte, fand ich eineiige Zwillinge vor,
die nicht zu unterscheiden waren, da sie noch so jung und unschuldig waren, hinterfragten sie meine Existenz. Julia, kommt mit mir, forderte ich, aber beide behaupteten, Martha zu sein. Ich erklärte, dass Marthas Schicksal schon bald dasselbe sein wird und ihre Spielchen nutzlos waren. Ich hatte keine Zeit für sowas. Der Krieg hielt mich so auf Trab. Aber sie gaben nicht nach und beharrten stattdessen weiter darauf. Können wir dir gemeinsam folgen? Nein, unmöglich. Bist du sicher, dass auch Martha bald sterben wird? In Kriegszeiten ist nichts sicher. Was, wenn die Falsche mit dir geht? Dann hättet ihr den Tod ausgetrickst. Eine würde ungerechterweise sterben und die andere würde ihr Schicksal nur hinauszögern. Sie unterhielten sich lange, dann umarmten sie sich und eine von ihnen kam auf mich zu und sah mich mit einem festen, fast bedrohlichen Blick an. Ich vermutete, dass es Martha war, die sich opferte, um ihrer Schwester mehr Zeit zu schenken. Ich hatte den Betrug aufgedeckt, aber schwieg darüber. Niemand lügt dem eigenen Tod ins Gesicht. Nun fragte ich sie, wofür sie sich entschieden haben. Wir haben das losgezogen, indem wir ein Medaillon geworfen haben, sagten sie leise. Sie hatten sich also auf das Schicksal verlassen. Wie naiv. Sie wussten nicht, dass das Schicksal seine ganz eigenen Regeln hat. Außerdem ist es mein Verbündeter. Meine Arbeit war also getan. Sie musste tatsächlich Julia sein. Aber was ich nicht wusste, das Medaillon hatte auf beiden Seiten denselben Namen eingraviert: Marthas. Meine Befürchtung war also richtig. Sie waren schlau und hatten sowohl das Schicksal als auch mich getäuscht. Eins ist sicher: Ich werde die Dinge wieder gerade rücken. Ich werde meine Ignoranz korrigieren und dem Schicksal dessen Augenbinde zurückgeben, sagte der Tod. Oh, oh, oh. Ja. Mist, das tut so weh. Ich kann kaum atmen. Was ist das? Meine Sachen. Ziele aktualisiert. Neues Kapitel. Das Begräbnis. 4 Tage nach Marthas Tod. 9.15 Uhr. Ey, wie spannend war das jetzt? Wir wurden also angeschossen und... Aber die Frage ist, warum haben wir diese krassen Schmerzen? Dieses Blut? Diese Albträume? Und diese Notiz, dass wir angeblich schwanger seien. Das ist echt merkwürdig. Also ich finde es super spannend. So, wir können ja mal gucken, was wir als nächstes machen sollen. Oh, wir können gerade gar nichts nehmen. Wir müssen nämlich erst unsere Tasche von der Türklinke wahrscheinlich wieder nehmen. Boah, Mensch, Freunde, also, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Das soll es erstmal gewesen sein. Bis hierhin und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, macht euch einen schönen Tag und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, euer Marcel.